Die Arbeit, die hier in der Ausstellung zu sehen ist, ist eine Arbeit, die zuallererst mit dem Mund zu tun hat, mit der Sprache, das Sprechen, aber vor allem mit dem Essen. Es ist ein Keks, den man hier in der Ausstellung essen kann, der die Form eines Sterns hat. Und die Arbeit heißt Der Sternenesser und ist in Schriftsteller gewidmet Romain Rassel. Ein kleiner Text von Georges Bataille illustriert, was man tut, wenn man einen Keks isst. Das kann man lesen, das ist auf einem Poster der Ausstellung, dass man, wenn man einen Keks in Sternform isst, so Bataille nur kaum anzunehmen ist, dass man glaubt, dass das Universum auf die kleine Größe des Kekses schrumpft, sondern dass man eher annimmt, dass man selbst mal irgendwann so groß sein wird wie das Universum, also eine kleine Allmachtsfantasie. Und wie es in der Poesie so ist, es ist sehr einfach und sehr kompliziert zugleich. Einfach in dem Sinne, dass es ein sehr schönes Moment ist, einen Keks zu essen. Auf der anderen Seite hat dieser Keks auch so als eine Kette von Verweissystemen ein Spiel in Gang gesetzt, was viel mit Poesie und mit der Wirkung von Poesie zu tun hat. Diesen Keks, den hat dieser Romain Rassel bei einem Astronomen zum Tee vorgesetzt bekommen, den er ganz toll fand. Er hat ihn aufgehoben. Georges Bataille hat ihn später auf dem Flohmarkt gefunden. Gleichzeitig hat dieser Keks Rassel zu einem Stück inspiriert, das Marcel Duchamp gesehen hat. Und Marcel Duchamp wiederum so begeistert war von diesem Stück, dass er sich auf seinem Kopf einen Stern hat rasieren lassen. Und all dies hängt sehr damit zusammen, dass Rassel selber als Autor, als Schriftsteller Texte verfasst hat, in denen die Sprache nur auf sich selbst verweist. Sprich, es gibt Sätze, die wie Homonyme funktionieren, die man auf zwei Ebenen lesen kann. Und ein Roman von ihm beginnt mit einem Satz und endet mit dem gleichen Satz. Nur dass, wenn man diese Sätze eben nur sprechen würde und nicht lesen würde, könnte man ihnen zwei verschiedene Bedeutungen geben. Und alles, was zwischen diesen beiden Sätzen passiert, der ganze Roman, ist nur eine Abwicklung innerhalb der Sprache, also ein sehr poetisches Moment. Man kann sich mit Rassel beschäftigen, man kann aber auch nur Keks essen und etwas tun, was wahrscheinlich hier in Österreich viele Leute kennen. Nämlich sowas wie im Essen eine Wandlung zu vollziehen, was auch mit der Poesie und der Sprache zu tun hat.